Magst du dich hier hinsetzen? Claudia, magst du dich? Dankeschön. Wir müssen nur einmal kurz das Rätsel anschauen für mich. Genau. Sonst nicht. Bevor wir anfangen, wir warten vielleicht noch. Sie dürfen nachdenken. Darf sich jeder gerne diese Frage überlegen, aber noch nicht die Antwort bitte sagen. Und nachher lösen wir das dann alles auf. Okay, dann würden wir starten. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Betty Becker-Kurz und ich arbeite in der Forschungsabteilung der Stiftung Lesen. Und hier ist meine liebe Kollegin Maren Wagner. Die Maren ist eigentlich Tierärztin. Ist also ganz gut in Naturwissenschaften und ich freue mich riesig, dass ich mit Maren diesen Fachtag mit organisieren durfte und dieses Praxisforum gestalten durfte. Und die Betty ist Psychologin und kennt sich deshalb total gut mit dem Thema aus, was sie jetzt vorstellt. Ich glaube, du hast ja sogar darüber promoviert, oder? Genau. Das ist super spannend. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Ja, genau. Und dann haben wir einen Special Guest, Eric Meyer. Wir sind alle Fan von Eric. Als Eric zugesagt hatte, war echt die ganze Stiftung so, yay! Ja, total schön. Vielen Dank. Die Selfie-Stunde machen wir. Wir hören 5 Minuten vorher auf, damit wir das Selfie. Nur für Teilnehmer dieses Praxisforums. Machen wir, versprochen. Alles gut. Da sind wir nämlich genau schon beim richtigen Thema. Ich freue mich, dass Sie alle so viel Spaß haben. Den habe ich nämlich auch. Und darum geht es heute. Es geht darum, wie wichtig positive Emotionen beim Lernen sind und wie wir als Lehrer und Begleiter der Kinder diese Freude wecken können und diese Freude weiter inspirieren und dadurch auch die Begeisterung für Themen wecken können. Genau. Wir werden dieses Thema von verschiedenen Blickwinkeln betrachten und es geht hauptsächlich darum, wie können wir die Erkenntnisse der Neurowissenschaft in die Praxis umsetzen und wie können wir das in unserem Alltag umsetzen. Genau, bevor ich das auflöse, wird Eric uns eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, der Humor ist hier schon gut vertreten. Ja, das Level ist schon gut, weil wir natürlich darüber reden, über positive Emotionen beim Lernen. Ich würde mit Ihnen gerne 2 Vokabeln lernen. Und zwar einmal gefragt, ob Sie das englische Wort für Tentakel kennen. Was ist das englische Wort für Tentakel? Weiß das jemand? Es ist Tentacle. Ja, also relativ einfach. Was ist das englische Wort für Hoden? Weiß das jemand? Ja, wie weiß es? Es ist Testicle. Also es ist relativ ähnlich. Tentacle und Testicle. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Ich drehe ja für meine Sendung Kur Plus viel auch weltweit und wir haben hinter den Kulissen von H2O, das ist eine Kinderserie, die sich mit Meerjungfrauen im weitesten Sinne beschäftigt, gedreht. Und dann haben wir im Computerraum bei denen die Animationen uns angeguckt, wie die großen Monster animieren, wie das dort technisch gemacht wird. Und ich bin im Englisch, das war vor 10 Jahren, da war ich noch nicht ganz so gut und habe mir dann die Animationen angeguckt. Da war eine riesige Krake mit langen Tentacles und das war der Kern dieser Animation. Sie wissen, worauf es hinausläuft. Der Kern dieser Animation waren diese fantastischen Tentacles. Sie haben tagelang daran programmiert, sie wollten uns das präsentieren und dann haben wir die Kameras aufgebaut, 2 Kameras, der CGI-Master, der Programmierer sitzt da und ich fange das Interview an und sage, so, let's start with the interview. It's amazing, these testicles you have there on the screen. Und ich sehe in seinem Gesicht eine Entgleisung und dachte, was ist los mit ihm? Plötzlich lachten hinter der Kamera, brachen alle in ein lautes Gelächter aus. Und seitdem weiß ich, dass Testicle nicht dasselbe ist wie Tentacle. Sie wissen das jetzt auch. Und daran sehen Sie, durch so eine Geschichte merkt man sich, dass natürlich positive Emotionen helfen uns da ganz, ganz viel dabei. Und genau. Da weißt du natürlich noch mehr drüber. Also, lieben Dank, das passt perfekt. Und es ist nicht nur lustig, hat nicht nur Spaß gemacht, sondern wir alle haben jetzt gerade was für unsere Gesundheit getan. Dank Eric. Wir haben nämlich was für unser kardiovaskuläres System gemacht. Als Eric die Pointe genannt hat, also die mir fast schon, wir kamen schon, als du die Worte so eingeführt hast, hat unser Herz eine bessere Leistung erbracht. Also dieser Humor wirkt tatsächlich auch auf dieser Ebene. Und wir wissen auch aus Studien, dass Humor uns hilft, unsere Emotionen zu regulieren. Was ja im Unterricht unglaublich wichtig ist, weil wir dann leider nicht immer nur positive Emotionen haben. Und wie kann man am besten mit diesen negativen Emotionen umgehen? Da ist Humor eine wunderbare Waffe, ne? Also eine positive Waffe.
Dann wirkt sich Humor auch auf unser Immunsystem aus. Wir wissen aus Studien, dass Kinder, die an Atemwegserkrankungen gelitten haben und im Krankenhaus waren, eine bessere Heilungswahrscheinlichkeit hatten und schneller wieder aus dem Krankenhaus raus waren, wenn sie die Clown-Behandlung bekommen haben. Also wenn sie die Clown-Therapie, da kommt dann ein Clown ins Krankenhaus und unterhält sich mit den Kindern und versucht, Humor mit in die Therapie einfließen zu lassen. Das heißt, Humor lohnt sich auf verschiedenen Ebenen, auch für uns selbst. Also auch wir Lehrer und Erzieher profitieren davon, wenn wir Humor verwenden. Das Interessante ist, dass Humor auch deshalb so wichtig ist, weil wir schon seit langem in der Neuropsychologie wissen, dass Neurons that fire together, wire together, also dass dieses Prinzip, dass die Neuronen, die zusammen feuern, also die gleichzeitig aktiviert werden, dass die sich besser verbinden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Experiment mit Ihren Kindern durchführen und die total begeistert sind und Freude erleben, dann verbinden sich diese beiden, also die feuern gleichzeitig und die Synapsenverbindung zwischen diesen zwei, also positiver Emotion und zum Beispiel dieses naturwissenschaftliche Experiment, ist größer. Und die Synapsen, wissen wir ja alle, brauchen wir und die ändern sich, wenn wir was lernen. Also Lernen bedeutet eigentlich, Synapsen bilden sich oder ändern sich, verstärken sich. Und was wir wollen, ist, dass die Kinder Autobahnen in ihrem Gehirn entwickeln zwischen dem, was wir inhaltlich ihnen vermitteln wollen, und positiven Emotionen. Das, was Hepp schon vor vielen Jahren beschrieben hat, wird heute noch, also 2021 kam eine Studie hierzu raus, ist immer noch von Interesse. Also das ist total spannend, dieses Prinzip, dass Neuronen, die gemeinsam feuern, sich verbinden und wie so ein Ensemble zusammenarbeiten. Das heißt, wir sprechen von neuronalen Ensembles. Und unser Ziel ist, dass wir dieses Wissen für uns nutzen. Also, dass wir neuronale Ensembles sozusagen fördern und damit die Kinder motivieren, dass sie also Freude beim Lernen erleben. Genau, dieser Zusammenhang wird dann in Frage gestellt, wenn man zum Beispiel sich diese Frage stellt, welches Feuerwerk oder ein neuronales Ensemble geht bei mir hoch, wenn ich das Wort Mathe höre? Und da wollte ich... Genau, und das ist nämlich in uns wahrscheinlich schon ganz früh angelegt worden und vielleicht nie wieder revidiert. Ne? Also ich kann von mir selbst erzählen, ich war in Mathe ganz, ganz schlecht in der Schule, hatte im Abi eine 5, aber hatte dort trotzdem einen Abischnitt von 1,5. Es ist wie ein Wunder, dass ich in das Psychologiestudium reinkam, weil der Schnitt natürlich viel besser ist. Und habe dann aber in Statistik promoviert. Ja, das passt nicht zusammen, aber ich fand das so spannend und ich war so fasziniert von den Fragen, die ich mir gestellt habe, dass diese neuronale Verbindung, dieses Ensemble, was in meiner Schulzeit gebildet wurde, dass Mathe keinen Spaß macht und ich mich da auch nicht dafür einsetzen möchte, mich da irgendwie zu motivieren, dass das aufgebrochen wurde und neue Synapsen gebildet wurden und dann neue Autobahnen im Gehirn angelegt wurden. Das heißt, wir als Begleiter beim Lernen können versuchen, Unterricht so zu gestalten und Beziehungen mit unseren Schülern so zu gestalten, dass wir sie faszinieren, also dass wir sie inspirieren von einem Thema und dass wir verschiedene Blickwinkel ermöglichen, sodass jeder seinen Weg zu einem bestimmten Thema finden kann. Genau, also dieses Prinzip kann man auf ganz viele verschiedene Fächer anwenden. Und das Spannende ist, wir können der Startpunkt dieser positiven Emotionen sein. In meiner Doktorarbeit habe ich mich nämlich gefragt, wie Lehrkräfte im Unterricht diesen positiven Zyklus von Emotionen starten können. Also wenn eine Lehrkraft den Unterricht startet, also das Schuljahr startet, wie kann sie dafür sorgen, dass das eine positive Zusammenarbeit wird? Und das Spannende ist, dass der Lehrer selbst davon profitiert, wenn positive Emotionen ausgestrahlt werden. Also wenn ein Lehrer begeistert von dem Thema ist und begeistert von der Klasse und der Unterricht ihm Spaß macht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass er mit Begeisterung unterrichtet, dass die Klasse diese Emotion aufnimmt und dann wieder spiegelt. Die Hypothese haben wir wahrscheinlich alle, ne? Aber wir konnten das auch mehr eben analytisch zeigen, dass die Freude, die eine Lehrkraft zum ersten Messzeitpunkt erlebt, nach einem halben Jahr
sich signifikant auf die Freude der Schüler auswirkt. Das heißt, das hat einen Long-Term-Effekt, also einen Langzeiteffekt. Freude, die wir ausstrahlen, wird gespiegelt. Und zwar erleben erleben Lehrer mehr Freude, wenn die Schüler auch Freude erleben und es durch die Motivation darstellen. Also es wird dann über die Motivation mediiert. Das heißt, sie können alle der Startpunkt des Freudezyklus in ihrem Klassenzimmer werden, weil das nicht nur für die Schüler Vorteile hat, sondern letztendlich auch für sie. Also sie werden selbst dann noch mehr Freude erleben, weil die Schüler motivierter sind und diese Motivation auch ausdrücken. Nun ja, was tun wir jetzt, wenn negative Emotionen in diesem Lernraum Schule stattfinden? Und das ist leider die Realität, die wir auch nicht ausblenden sollten. Wir sollten uns überlegen, wie können wir trotzdem der Startpunkt sein, wie können wir das ändern? Wie können wir dazu beitragen, dass der Unterricht positiv emotional vernetzt wird und dass die Themen, mit positiven Emotionen vernetzt werden und die Schüler sozusagen Assoziationen bilden, die wir dann langfristig hoffentlich abspeichern können. Und eine Möglichkeit ist, ich glaube, da sind viele Lehrkräfte im Moment damit konfrontiert, ist, dass man sich bewusst macht, dass wenn eine Unterrichtsstunde negativ anfängt, das nicht heißt, dass die ganze Unterrichtsstunde negativ sein muss. Also wenn ich jetzt nicht in dieser positiven Spirale bin, sondern mich in einer negativen Spirale befinde und die Klasse zum Beispiel, wie man sagt, negative Vibes hat, können wir das unterbrechen und können das umdrehen. Eine Möglichkeit ist, sich das einfach mal bewusst zu machen. Also wenn ich im Klassenzimmer stehe und ich merke, meine Herzrate geht nicht wegen einem tollen Witz hoch, sondern meine Herzrate, weil ich mich ärgere, weil ich frustriert bin, dass ich das mir erstmal bewusst mache und dass ich versuche, in dem Moment das zu regulieren und dann erst wieder weitermache. Vor allen Dingen, wenn der Wechsel zwischen Klassen stattfindet, dass man die negative Emotion von der einen Klasse nicht mit in die nächste Klasse nimmt. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht, was Sie mitnehmen können in Ihren Unterrichtsalltag. Wir wissen ja jetzt, Hände waschen, Hände desinfizieren, ganz wichtig. Ich gebe Ihnen das einfach mal so als Idee mit, sich ein Ritual zu überlegen, dass man nach der Unterrichtsstunde, egal wie es lief, die negative Emotion versucht dazulassen, also nicht mitzunehmen in die nächste Situation. Auch wenn man danach nach Hause geht, dass man das abschließt und dass man sich dafür einfach die Hände wäscht oder desinfiziert, dass klar ist, okay, jetzt beginnt was Neues. Und ich möchte nicht, dass die Viren, also die emotionalen Viren aus der Vorstunde sich auf die Schüler in der nächsten Stunde auswirken, sondern ich möchte jetzt der Startpunkt für eine positive Entwicklung der nächsten Stunde dastehen. Ne? Und ich möchte mit meinen positiven Emotionen die Schüler motivieren und sie inspirieren für dieses Thema. Bevor ich gleich anfange zu reden, ja, muss ich mir ganz schnell noch die Hände waschen gehen. Genau. Aber wir waren ja hier alle noch im positiven Modus, genau. Nein, es ist positiv bisher. Das Interessante ist wirklich, dass das funktioniert. Das hat ja mit uns zu tun, ne? wie wir versuchen, sowas zu verarbeiten. Und das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber ich habe auch ein Beispiel. Ich habe kürzlich einen Meditationspodcast gehört, weil ich ab und zu auch versuche, über Atemtechniken mich mal ein bisschen runterzubringen, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte. Und da war eine Atemtechnik, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden warten, 5 Sekunden ausatmen und beim Ausatmen sich vorstellen, dass man alles, was verbraucht ist im Körper und was man nicht mehr will, dass man es wegatmet. Toll. Das habe ich mal versucht und es hat wirklich funktioniert. Ich war ganz fasziniert von mir selbst, dass ich das kann und dass ich ausatme und denke, jetzt, das Alte geht jetzt raus. Und das geht ja in diese Richtung, genau, ne, beim Händewaschen oder beim Atmen. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Genau. Und das ist auch total, also die Atmung ist unglaublich wichtig, gerade bei Stresssituationen, dass man ganz bewusst darauf achtet, in welchen, also wie atme ich ein? Atme ich jetzt nur kurzatmig oder wird mein ganzer Körper wirklich mit Sauerstoff versorgt. Ne? Also es ist super. Ja. Vielen Dank, dass du das Beispiel genannt hast. Es passt wunderbar. Das ist nämlich auch schon eine prima Einleitung für den nächsten Tipp. Mein Tipp wäre frische Luft. Also Bewegung und frische Luft ist nicht nur für Schüler toll. Also ich meine, jede Lehrkraft sagt mir das. Ne?
Manchmal hilft schon eine 10-minütige Pause an der frischen Luft austoben. Das Problem ist, wenn die Lehrer in der Zeit im Klassenzimmer sitzen und das nicht bekommen, dann sind die Schüler natürlich wieder fit. Aber eigentlich hätten wir alle das auch gebraucht in der Zeit. Deshalb mein Tipp, frische Luft und Bewegung zwischendrin, um einfach wieder auf einen Punkt anzukommen, wo wir mehr Kraft haben und unsere Haltung wieder da ist, wo wir positive Emotionen ausstrahlen können. Und der weitere Vorteil, auch neurowissenschaftlich gezeigt, ist, Sauerstoff ist, ist die wichtigste Essenz für unser Gehirn. Ohne Sauerstoff werden diese Verbindungen nicht hergestellt. Das heißt, wenn Sie kurz vor der nächsten Unterrichtsstunde sind und keine frische Luft hatten, dann wirkt sich das natürlich auf Sie aus und darüber auch auf Ihre Schüler. Deshalb Atmung super wichtig, ganz atmen, also nicht nur kurzatmig, den ganzen Körper zum Atmen verwenden, an die frische Luft und bewegen. Und das Dritte ist auch Humor zulassen und Fehler zulassen. Also Lernen funktioniert ganz viel über Fehler machen und mit den Fehlern sich befreunden. Also einfach sie umarmen. Im Englischen gibt es ein wunderschönes Wort, das heißt embrace. Also die Fehler umarmt und sie mit Teil des Lernprozesses, also auch bei uns. Ne? Also wir als Lehrer dürfen Fehler machen und wir dürfen sie einfach umarmen und sie als Teil des Lernprozesses sehen, weil die Schüler durch uns lernen, wie man mit Fehlern umgeht. Und das Interessante ist, und das ist dann der letzte Tipp, die Schüler werden sich langfristig mehr an ihre Persönlichkeit erinnern, als an den Inhalt, den sie unterrichtet haben. Wenn sie an ihre Grundschulzeit zurückdenken, können sie sagen, also die Frau Becker-Kurz, also ich weiß nicht mehr, wie die von ihrer Persönlichkeit war, aber die Mathestunden, es war ganz interessant, also Addition, das hat mich einfach fasziniert. Also es sagt niemand, ne? Aber die meisten, die ich kenne, können sich noch erinnern, wie zum Beispiel aufmerksam und bemüht eine Lehrkraft war, ne? Oder auch das Gegenteil. Deshalb viel, viel, viel wichtiger als die Methode oder die Didaktik, die sie verwenden, sind sie als Person. Ihre Haltung, ihre Persönlichkeit, das ist das Allerwichtigste, weil sie damit nicht nur ihr eigenes Wohlbefinden beeinflussen, sondern auch das der nächsten Generation. Deshalb, ja, genau. Aber das ist ja irgendwie ein ganz schöner Druck, der da auf einem lastet, oder? Also wenn ich jetzt so höre, das liegt irgendwie ganz, ganz viel so an mir und ich meine, also jeder hat mal einen schlechten Tag und vielleicht finde ich auch meine Klasse doof oder ich weiß nicht, ich habe einfach schlechtes, also ich stelle mir das gerade belastend vor, dieses Oh Gott, alles liegt an mir. Ja gut, aber wenn du einen schlechten Tag hast, dann sagen wir in meiner Klasse. Ja. Ich sage, ich habe einen schlechten Tag, dann sind die echt nett. Ja, ja. Ich bin ja auch ein Mensch und sage, ich bin aber sagt direkt, oh Leute, wir sind ja nicht anzufangen. Ja, sie wissen dann auch, also sie sind ja auch, sie können es zwar nicht sagen, wie wir jetzt sagen können, oh, die ist schlecht drauf oder so, aber sie verhalten sich anders. Sie haben es bei ihren Eltern ja auch zu Hause, dass sie schlechte Tage haben. Das ist ein super Punkt, ja. Super Tipp. Ja. Ja. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man sozusagen einen Ausverkauf seiner Persönlichkeit macht. Natürlich, jeder ist ja eine Person für sich und das muss man auch nicht alles preisgeben. Also ich kann die Analogie zum Fernsehen zum Beispiel machen. Ich mache ja ganz viele Reportagen, wo ich Erlebnisreportagen mache, wo ich auch viele Emotionen von mir gebe. Aber das heißt nicht, dass ich alles von mir verschenke. Es muss auch immer was von mir bei mir bleiben dürfen. Und an einem schlechten Tag kann ich mich auf meine Skills, die ich gelernt habe als Journalist, zurückbesinnen und kann sagen, jetzt mache ich halt Schema F, das ist auch okay. Also an einem schlechten Tag macht man halt den Unterricht, wie man ihn macht, denke ich. Aber an den anderen Tagen ist es erlaubt, einfach auch mal man selbst zu sein. Ich glaube, darum geht es. Ne? Und einfach den persönlichen Zugang zu Wissen und Wissensvermittlung vielleicht auch zu vermitteln. Ja. Wie bei mir eben, dass ich eine Geschichte dazu erzähle. Oder wenn wir gleich was mit Dosen machen, dann erzählt man vielleicht was, das man da eigentlich nicht draus trinken sollte aber, und auch nicht macht, aber für einen Versuch machen wird. Also das zu framen so ein bisschen. Und mehr ist es dann auch nicht. Also ich würde jetzt mal dir da nichts wegnehmen wollen, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit seine Persönlichkeit zum Schillern bringt. Ja. Das schafft ja gar keiner. Das gehört uns, sonst brennt man aus. Genau, und was ganz wichtig ist, da gibt es jetzt eine ganz neue, oder schon einige Jahre alt, aber es ist jetzt, wird glücklicherweise richtig modern, das ist die Vulnerabilities-Richtung, also dass man sich verletzlich auch zeigt. Ne? Also wie Sie vorher sagten, dass man nicht der perfekte, schillernde Lehrer, Schauspieler, sondern dass man auch sagt,
ich fühle mich jetzt echt müde heute oder also ich fühle mich total deprimiert und das offen, also man muss nicht alles sagen, aber dass man auch über die Schwächen sprechen kann und authentisch mit den Emotionen umgeht. Aber vielen Dank für das Beispiel. Das ist nämlich genau der Punkt, dass wir, dass es eben um unsere Persönlichkeit geht und wie wir mit den Situationen umgehen. Und das ist nicht wichtig, dass der Unterricht perfekt vorbereitet ist, sondern es ist viel wichtiger, dass Sie auch auf sich aufpassen, weil die Emotionen, die in Ihnen sind, nach außen strahlen werden. Genau. Und jetzt machen wir die Übergabe zu der Lösung des Rätsels. Genau, jetzt haben wir gerade gelernt, die Persönlichkeit ist viel wichtiger als der Inhalt. Deshalb machen wir jetzt mal was Inhaltliches. Und zwar, ja, was haben Sie für Ideen, was das sein könnte? Ein Rucksack. Ein Rucksack, sehr gut. Was gibt es noch für Ideen? Ein Headset. Ein Headset, auch nicht schlecht. Zwei Wale beim Synchronschwimmen. Zwei was? Zwei Wale beim Synchronschwimmen. Oh, sehr cool, zwei Wale beim Synchronschwimmen. Hat noch jemand eine Idee? Bitte? Elefantenknuddeln, auch wie, die haben wunderschöne Ideen, das ist wirklich toll. In Wirklichkeit ist das der Hippocampus. Der Hippocampus hat auch eine ganze Menge mit Gefühlen zu tun und ist insbesondere auch fürs Gedächtnis zuständig. Und wahrscheinlich liegt es unter anderem daran, dass wir eben, wenn wir Emotionen erleben beim Lernen, die auch stärker in unser Gedächtnis aufnehmen. Aber im Grunde ging es mir jetzt nicht um den Hippocampus, sondern es ging mir darum, Ihnen zu zeigen, wie man ein bisschen Neugier aufbauen kann bei Kindern. Also die erste Emotion, die wir uns jetzt mal so ein bisschen näher betrachten wollen. Meine Rolle ist jetzt hier so ein bisschen von der Wissenschaft in die Schulpraxis reinzugehen. Und Sie haben vorhin gehört, ich bin Tierärztin, ich bin aber nicht nur Tierärztin, ich habe auch ganz lange Kinder unterrichtet, habe so Kurse gemacht im Bereich Medizin, Tiermedizin. Und kenne daher die Lehrerperspektive tatsächlich auch ganz gut. Habe meine Materialien immer selber gemacht zu Themen, die eigentlich normalerweise nicht in der Schule behandelt werden. Und demzufolge habe ich jetzt noch ein paar Praxistipps in der Hoffnung, dass wir die positiven Emotionen tatsächlich in die Schule bekommen, indem wir bestimmte Methoden nutzen. Und die erste Methode ist die, die Sie gerade selber schon erlebt haben. Das ist nämlich das Rätsel des Tages. Das pointet gar nicht, na gut, dass man am Anfang der Stunde einfach ein Rätsel einführt, indem man zum Beispiel ein Bild zeigt, so wie wir das eben gemacht haben, wo man den Rest der Stunde drüber knobeln kann, was könnte das sein? Und die Idee ist halt, wenn man in der Stunde aufpasst, kriegt man die Lösung raus. Alternative ist für Kinder noch ein bisschen schöner, dass man irgendwas Haptisches hat, also einen mysteriösen Gegenstand. Zum Beispiel geht es bei echt jetzt demnächst ums Thema Ohr. Wenn Sie so ein Plastik-Ohr-Modell haben in der Schule, nehmen Sie einfach ein Gehörknöchelchen daraus, den Steigbügel oder sowas, und reichen den einmal rum. Die gucken sich den einmal an. Wichtig ist, dass die im Moment Zeit haben, dass man wirklich sagt, ich habe hier einen ganz komischen Gegenstand, der so ein bisschen Spannung macht. Und den Kindern ein bisschen Zeit lässt, dass sie sich das genau anschauen können und dann wirklich so anfangen zu denken, was könnte das Komische sein. Und dass es auch die Möglichkeit gibt, innerhalb der Stunde tatsächlich auf die Lösung zu kommen. Ein anderes Beispiel, was ich schon genutzt habe, ist, wenn es ums Thema Zelle ging, dass ich so einen kleinen Luftballon genommen habe, nur so ein kleines bisschen aufgeblasen, ein paar Muggelsteine reingetan, irgendwie ein paar Perlen, verschiedene Dinge in denselben Farben wie auf meinem Bild, das wir später bearbeitet haben, die verschiedenen Bestandteile der Zelle ausgemalt waren. Und da haben sie noch zusätzlich den Effekt gehabt, dass die Kinder auch sehen, eine Zelle ist nicht so ein plattes Blatt, sondern das ist dreidimensional. Also das ist kleine Idee, wie man das mit der Neugier einführen kann. Ansonsten hilft mir jetzt Erik nochmal, der hat nämlich ein tolles Experiment vorbereitet zum Thema Neugier. Bin ich schon dran? Du bist schon dran. Ich habe nämlich die Herdplatte gerade, aber ich glaube doch, es wird sogar funktionieren. Da kommt schon was raus. Dampft genau. Und stinkt schon. Genau, also Thema Emotionalisierung von Wissensinhalten. Vielleicht kennen Sie diesen Versuch ja auch schon, Sie können, wahrscheinlich ahnen Sie etwas. Also, wenn wir über das Thema Weltraum sprechen, ich habe eine Lesung, die ich für Kinder und Familien anbiete, da geht es ums Thema Weltraum. Dann sage ich immer, oder ich switche jetzt mal in diesen Modus, als wäre das hier meine Lesung, und ich würde sagen, wer von euch weiß, warum wir im Weltall eigentlich nicht überleben können? Warum geht das nicht?
Wissen Sie das? Was sind denn im Weltall für Gefahren, die auf uns Menschen lauern, die uns das schwer machen, da zu überleben? Was ist es? Das wissen Sie. Warum ist es da schwer zu überleben? Sauerstoff fehlt. Schwerelosigkeit ist schon mal nicht so praktisch, zumindest genau. Es gibt die Atemluft natürlich nicht. Es gibt kosmische Strahlung, die gefährlich für uns ist. Und es gibt etwas, was sehr gefährlich für uns ist. Und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Und wir holen es jetzt zusammen hier auf die Erde. Wir holen jetzt die Gefahr des Weltraums zusammen auf die Erde. Das heißt, bitte alle einmal die Hände nach oben, die Gefahr aus dem Weltraum rausholen und in diese Dosen schicken. Und zwar jetzt. So, dann gucke ich immer, ob es da ist. Hört sich so an, aber ein bisschen brauchen wir noch. Also nochmal bitte die Gefahr aus dem Weltraum holen und nach vorne in diese Dosen schicken. So, und dann nehme ich so eine Dose und sage, die Kraft des Weltraums zeigt sich, wenn wir... Sie müssen sich lecken, keine Angst. Die Kraft des Weltraums zeigt sich... Ui, 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 ui. Ich hoffe, dass diese... Ich muss das, glaube ich, so ein bisschen biegen hier. Diese Zange... Alles ein bisschen improvisiert. Wenn ich diese Dose nehme und sie ganz schnell umdrehe. Und dann geht sie kaputt. Ohne, dass ich gedrückt habe. Gut, dass es bei der ersten schon geht, weil manchmal geht es nämlich gar nicht. Deswegen mache ich immer zwei. Und wir machen es direkt auch noch mit der zweiten. Also die Gefahr des Weltraums in der Dose in 3, 2, 1. Gut, dass die erste geklappt hat. Ein bisschen. Okay, also was ist hier gerade passiert? Die Gefahr im Weltraum ist zum Beispiel auch das Vakuum. Im Weltraum ist nichts. Da gibt es keine Luft, keine Moleküle, gar nichts. Und das Vakuum ist für uns Menschen ein tödlicher Zustand. Vakuum heißt, ich kenne das vom Marmeladenglas, wenn man das aufmacht, dass da nichts ist. Und wir haben, wenn wir hier auf der Erde leben, den Luftdruck immer um uns herum. Und Luftdruck hat eine ganz wichtige Eigenschaft. Und zwar will der immer dahin, wo weniger Druck ist. Druckausgleich. Druck geht dahin, wo weniger Druck ist. Und der Luftdruck sagt sich, in der Dose ist in dem Moment ein Vakuum. Ich erkläre gleich, warum. Deswegen will ich da rein und presse diese Dose zusammen. Denn die Erhitzung der Dose mit ein bisschen Wasser drin hat Wasserdampf erzeugt. Das Abkühlen hat den Wasserdampf zu Tröpfchen werden lassen, die sich an die Wand der Dose gelegt haben. Und in dem Moment ist ein Vakuum entstanden. Wasserdampf wird ganz schnell zu Wasser. Deswegen entsteht ein Vakuum und wir haben da drin keine Luft. Und der Luftdruck außenrum sagt, wenn da drin keine Luft ist, will ich dahin und quetsche die Dose zusammen. Und das finde ich so einen schönen Versuch, weil er relativ einfach ist. Und dieses große Thema, also das Weltraum ist für uns Menschen einfach nicht besiedelbar ohne Schutz, weil da ein Vakuum herrscht. Und da sieht man das. Und ich finde, so funktioniert das eigentlich so von der Vermittlung her ganz gut. Das ist mein Versuch. Super cool. Ja. Ich glaube, den kann man auch prima nachmachen. Ja, oder? Also so eine Herdplatte, die kostet irgendwie 19 Euro, 25 Euro. Das lohnt sich. Da kann man ja auch noch andere Sachen mitmachen. Und deswegen habe ich die angeschafft und habe die oft im Koffer, wenn ich so Vorlesungen mache. Vielleicht hat man eine vom Glühweinkochen beim Schulfest. Ja, oder so, genau. Dann. Und in der Dose war jetzt einfach ein bisschen Wasser. Einfach nur Wasser drin. Und dann erhitzt sich die und dadurch, dass der Wasserdampf hochsteigt und dann abgekühlt wird, entsteht ein Vakuum. Das ist echt sehr, sehr gut nachzumachen. Super. Ja. Da sind wir beim Staunen und bei der Neugier. Ja, das war der falsche Pfeil. Und warum reden wir heute beim Fachtag über das Thema Emotionen und Staunen? Weil es bei der Verbindung von MINT und Leseförderung ja sehr viel um das Thema forschendes Lernen geht. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt nochmal den Forschungskreis mitgebracht, um auch aufzuzeigen, warum das so viel Sinn macht, quasi so vorzugehen. Also das hängt eben mit gerade Neugier und Spannung und Interesse zusammen. Und zwar ist es so, dass, Leute, funktioniert mein Pointer nicht, dass Forschen ja immer mit einer Frage beginnt. Also wir fangen einfach da oben an. Entweder man greift direkt Fragen der Kinder auf oder man macht so ein Experiment wie eben mit der Dose und sagt, was ist denn lässt aus dem Experiment eine Frage entwickeln. Zum Beispiel, wenn ich in den Weltraum fliegen würde, was würde dann mit mir passieren? Würde es mir so gehen wie der Dose? Möchte ich das denn? Oder möchte ich lieber gar nicht ins Weltall fliegen dann? Oder wie machen Astronauten das, dass der Raumanzug nicht schrumpft? Und von so einer Frage kann man
einfach ausgehen. Und man kann anfangen, Ideen zu sammeln und Vermutungen zu sammeln. Und zwar nicht, indem man fragt oder indem man die Kinder einfach fragt, was sie vermuten, was sie denken, wieso das sein könnte, dass das passiert. Wieso denkt ihr, schrumpft die Dose? Wie denkt ihr, können Astronauten trotzdem zum Mond fliegen? Und wenn die Kinder Vermutungen geäußert haben, dann ist die Idee, dass man möglichst die Fragen, die man sammelt, so strukturiert, dass es welche gibt, wo es halt auch die Möglichkeit gibt, das auszuprobieren. Nun können wir nicht alle ins All fliegen, aber wir können zum Beispiel eine Dose auf den Herd stellen oder wir können probieren, ob das auch funktioniert, wenn man den Staubsauger anschließt. Oder wir können. Es gibt immer irgendwie Dinge, die mit dem Thema in Verbindung stehen, die man auch tatsächlich ausprobieren kann. Wenn man eine Frage gefunden hat, die ausprobiert werden kann, dann sehen wir ja, was passiert. Die Kinder stellen eine Vermutung an und sie beobachten danach und können sagen, was passiert. Und die Ergebnisse sollten dann dokumentiert werden. Dann erörtert man das, das heißt, man spricht mit der Gruppe darüber. Gerade wenn man drei Gruppen hat, die unterschiedliche Ergebnisse vielleicht bekommen haben oder unterschiedliche Aspekte von einer Frage behandelt haben und ein bisschen zu verschiedenen Ergebnissen kommen, dass sie so ein bisschen miteinander reden und sagen, wir haben jetzt das rausgefunden, oh, bei uns sah es aber anders aus oder oh, bei uns sah es genauso aus oder wir haben aber was ganz anderes untersucht. Und dass sich eben aus diesem Gespräch in der Regel neue Fragen ergeben und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und schön ist das, wenn man es tatsächlich auf die Art und Weise schafft, wirklich mehrere Zyklen zu füllen, bevor man eine Unterrichtseinheit beendet. Also, dass man in der einen Stunde vielleicht die erste Frage untersucht, aber in der zweiten Stunde nochmal Zeit gibt für die neuen Fragen, die sich dann wieder ergeben haben. Jetzt nochmal, warum machen wir nicht nur MINT, sondern auch Leseförderung? Und da bin ich jetzt gespannt. Eine spontane Abstimmung. Wer findet denn Bild 1 toll? Und wer findet denn Bild 2 toll? Ich glaube, Sie haben irgendwie gewisse Vorlieben. Vielleicht ist das, weil die meisten Leute hier Lehrkräfte sind, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, könnte man da auch einen gewissen Trend erkennen. Ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich eher abgeholt, wenn sie eine Geschichte hören und fühlen sich eher emotional berührt, wenn sie eine Geschichte hören, als wenn sie einen reinen Fakt vor sich sehen oder eine reine Erklärung von einem Sachphänomen. Also wenn sie den Kindern zum Beispiel sagen, zeichne einen Konstruktionsplan für ein abstraktes Gebäude, dann haben die wahrscheinlich eher ein Problem damit, das zu machen. Aber wenn sie sagen, hey, ihr wollt ein Baumhaus bauen oder Max und Lilly wollen ein Baumhaus bauen und die freuen sich schon ganz doll und der Opa hilft auch mit und der Hund läuft dazwischen rum und kommt noch in der Geschichte vor, dann haben die Kinder einen Bezug dazu, haben Identifikationspersonen und fühlen sich emotional abgeholt. Und deswegen ist das so schön, Technik oder MINT-Bildung eben mit Geschichten zu verbinden, um einfach diesen emotionalen Bezug herzustellen. So, jetzt haben wir als nächstes, wir haben vorhin schon die Punchline gehört. Die erste, da haben wir gelernt, die lösen emotionale Reaktionen aus, auch physiologische Reaktionen, wirkt sich positiv auf den Herzschlag und auf das ganze Erleben aus. Und was emotional ist, bleibt besser im Gedächtnis. Und ich habe jetzt als nächstes ein Unterrichtsbeispiel für Sie, da habe ich ein paar Arbeitsblätter mitgebracht und da würde ich Sie bitten, das doch einfach mal auszuprobieren. Und zwar gehen wir das einmal rum. Es gehören immer drei Blätter zu einem Handout. Und Sie haben die Idee dann auch gleich für den Unterricht. Und das Material liegt alles hier vorne. Sie dürfen sich jetzt mal in drei, warten Sie mal, eins, zwei, drei, vier, vielleicht machen wir das reihenweise. Immer jede Reihe findet sich in eine Gruppe zusammen und testet das einfach mal aus. Die Startbahn haben wir hier. So. Ein bisschen mehr, ein bisschen zentraler aufbauen. Oh, guck mal, mein Baum hat sich schon verknotet. Das lassen wir gerade so. So. Sie sehen alle den kleinen Drachen. Ich darf die Geschichte einmal vorlesen. Das ist Archibald der Drache. Und obwohl er jeden Tag 7 Kilo Feuerstein mampft, kann er nicht richtig Feuer spucken, der arme Kerl. Fliegen
würde er auch so gern können, aber man sieht das schon an dem Bild, die Flügel, das wird nichts mit dem Fliegen. Und dann gab es den einen Tag, als er mit seinen scharfen Drachenzähnen viel zu viel Feuerstein geknuspert hatte und es begann in seinem Bauch zu brodeln und zu rumoren und zu werkeln. Und zuerst hat er gedacht, oh je, ich habe mir den Magen verdorben. Aber dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Und was da genau passiert ist, das werden die Kinder jetzt im Laufe der Unterrichtseinheit, die da gedacht ist, erfahren. Und ich würde Sie bitten, sich mal die erste Seite von dem Handout anzuschauen und mal in der Gruppe zu gucken, ob Sie es hinbekommen, das nachzubauen. Wir haben die Materialien alle, also entweder auf dem Handout, Sie müssen jetzt nicht den Drachen anmalen und ausschneiden vorher, aber vielleicht so als Kreis ausschneiden oder so. Finden Sie sich doch ruhig mal als Gruppe so zusammen, so um die Tische rum, das kriegen wir, glaube ich, hin. Und dann versuchen Sie es mal aus, ob das auch klappt. Genau, hier vorne gibt es Materialien, die hat die Gruppe 1 hier vorne hat die gebunkert. Aus Versehen. Das ist nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben es wenigstens nicht weiter zu den Sachen. Alle anderen müssten vorkommen und sich da mal was besorgen. Genau, Sie können auch gerne, vielleicht machen wir auch einfach so. Genau, Sie drehen sich vielleicht einfach nach hinten um und dann machen Sie hier vielleicht zu fünften oder zu sechs werden Sie, ne, eine Gruppe. Ja, super, machen wir es doch so. Genau, finden Sie sich einfach zusammen. Ich glaube, für Sie da hinten darf ich Ihnen irgendwie Material bringen. Was möchten Sie gern haben? Weil Sie kommen so schlecht da raus. Ein Luftballon. Die Startbahn ist schon da. Da können wir das nachher ausprobieren. Wollt ihr auch mitmachen? So, ich gebe mal eine von den Luftballontüten einfach nach hier hinten. Was möchtet ihr denn noch haben? Macht erstmal das. Hier vorne gibt es Klebeband. Moment. Kommen wir das? Ja, genau, nehmen Sie sich mal ein Stück. Man kann das reißen, das geht ganz gut. Das ist auch gut, wirklich so richtig stabiles Klebeband zu nehmen dafür, weil das einfach, wenn man das mit Prittstift versucht, führt das, glaube ich, zu sehr viel Frust. Büroklammern. Perfekt, weil dann... Und ich glaube, Windfahren. Das ist die Startbahn einfach. Da können wir die nacheinander ausprobieren gleich. Wir brauchen noch Klebeband. Weitergeben? Ja. Die war schneller. Klebeband? Ach so, wir haben schon. Ah, genau, die waren ja von vorne. Jemand? Nein, okay. Oh je. Muss nicht schön ausgeschnitten sein. Schauen Sie einfach, dass Sie einen Drachen hinbekommen. Dass wir es im Flug versuchen können. Nehmen Sie gerne mit. Ja, haben wir dann nicht noch eins? Da sind, glaube ich, ein paar von da. Ja, oder? Ja.
Ich hätte jetzt noch zu tippen. Aber das ist keine Büroklammer. Nö, ist keine Büroklammer. Ach, der Faden ist da, das können wir gleich vorne ausprobieren. Wer fertig ist, darf es auch gerne schon vorne ausprobieren. Bitte? Nee, eine Pumpe haben wir nicht, muss man leider beim Mund aufpusten. Sollte nur einer reinpusten in denselben Luftballon. Wie spät ist es denn? Na, 10 Minuten passt. Hoffentlich. Mal gucken, je nachdem, wie schnell die sind. Aber es wird schon gehen. Ja, cool. Ich glaube, der Erste kann schon starten. So, wenn alle anderen einmal kurz herschauen mögen, ich glaube, der erste Drache ist ja schon startklar. Mal gucken, was passiert. Das werden wir jetzt merken, was passiert. Das kommt drauf an, dass sie gebastelt haben. Du hast keine Gardinen, gell? Ich hab nur Holz. Okay, auf die Plätze. Fertig. Und los! Oh. Aber bitte dieselbe Person in denselben Luftballon. Ne? Das, Corona. Ja. Das ist tatsächlich nicht das ideale Corona-Experiment. Wenn ihr es genauso gebastelt habt, wird vermutlich was ganz Ähnliches passieren wie bei denen. Jetzt anders, dann einmal los. Oh, ihr habt so eine Wurst, das ist natürlich cool. Ja. So, ganz super. Vielen Dank an die Gruppe. Ihr dürft, genau, jetzt probieren wir noch einmal den zweiten Ballon und dann kommt ganz kurz. Ich fange auf. Ja, klar. Wir machen das. Wir können das auch noch mal ein bisschen spannend ziehen. Wir sind gerade ein bisschen an dem Ständer.
Ach so. Oh, ihr seid schon weiter als wir. Wir hätten doch den anderen. Warten Sie mal noch einen Moment. Ich wollte nämlich gerade sagen, was eben passiert ist. Sie haben gesehen, Sie haben genau gemacht, was Sie sollten, ne? Auf dem Handout. Und dann hat es nicht geklappt. Jetzt ist mein Kurs kaputt. Mein Handout ist kaputt, es funktioniert nicht. Aber wir haben ja vorhin gehört, ein Fehler führt dazu, dass man überlegt und was anders macht. Und die nächste Herausforderung ist, mal zu überlegen, was könnte man anders machen, damit das Ding fliegt. Und ich glaube, diese Gruppe da hat schon eine Idee. Ich habe den Strohhalm vermisst. Sehr gut. Ja, auf die Plätze, fertig. Ja, schon gar nicht so schlecht. Das können Sie aber noch steigern. Die nächste Aufgabe, wir haben keine Strohhalme. Die Mittel für Bildung sind mager, Strohhalme konnten wir uns nicht mehr leisten. Ja, sehr gut. Und schon haben wir die erste super coole Lösung. Also gerne beim Kaffee einen Strohhalm holen, vielleicht einen neuen. Gerne einen Strohhalm holen gehen. Super Lösung. Guck mal kurz, was hier noch kommt. Ja, weiter. Okay. Also ich glaube, einen richtig gut fliegenden Drachen wollen wir noch hinkriegen, oder? Wir haben noch 10 Minuten, einen gut fliegenden Luftballon kriegen wir noch hin heute. Wenn Sie keinen Strohhalm haben, wie könnte man das ändern? Super, total gute Idee. Ja, genau das passiert, wenn man anfängt zu forschen. Na klar. Vielleicht dürfen Sie auch vom Bildungscampus sogar noch einen neuen Stift haben danach. Ah, das ist auch noch schon die dritte kreative Lösung. Sehr schön. Ah, vorhin ging das nicht so gut mit dem kleinen Ding. Man kann es abmachen. Klebeband kann der kriegen. Noch jemand? Das ist noch über. Oh, und der nächste Flug startet hier. Es geht. Ja, man kann die Dinger auch noch ein bisschen hierher ziehen oder so. Die kann man bewegen. Super. Du meinst, es ist besser, wenn es ein bisschen gespannter ist. Achtung, Aufmerksamkeit! Im Ohr! Ja, aber die Frage ist,
Noch eine Idee zur Fortführung? Wir hatten ja schon die Röhrchen-Idee. Das ist wahr. Ich habe das hin, also bei mir funktioniert tatsächlich. Ich habe es hinbekommen mit einem längeren Röhrchen. Ich glaube, das könnte. Wir können das gleich mal ausprobieren bei denen da vorne. Aber ruhig, also die Idee, wie sie im Handout steht, ist absichtlich nicht so, wie das nachher funktioniert. Und das kann man gut auch mit Kindern so machen, wenn die merken, das geht nicht. Oh, wieso geht das? Das ist der Plan. Die Rakete ist cool, ne? Ja. Genau, das macht das. Macht das vorher schon lernen, das ist echt schön. Na prima. Oh cool, das ist glaube ich von euch der erste, gell? Aber hier startet noch, oh, das nächste Projekt. Ich glaube, das mit dem Röhrchen, das ist jetzt... Mit dem kurzen ging es vorhin nicht so gut. Ach so. Und es geht meistens gut, wenn man es straff macht. Genau, das ist auch noch so ein Tipp. Das dauert ja. Eieiei. Sie können ja von der anderen Seite anfangen. Gibt es einen Zusammenstoß? Raketenkollision. Ja, mal gucken, ne? Ob es jetzt läuft. Ja, also eine richtig gut funktionierende, finde ich, kriegen wir hin heute. Und dann geht's weiter. Und, Trommelwirbel? Ah, ja. es ist in der Mitte. Das ist die positive Emotion, ist die Hauptsache. Der sieht mir irgendwie vielversprechend aus, Leute. Hat aber auch nicht. Zu Fotos. Und wir brauchen einen Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Super gut. Klasse. Kommt noch eins? Oh, Entschuldigung, ich dachte, das war's. Das machen wir noch. Hat sonst noch einer eine Rakete, die unbedingt noch mal starten müsste? Ich glaube, jetzt ist die Zeit langsam, wird die Zeit langsam knapp, dass wir noch ganz kurz eine Abschlussbesprechung machen und dann. Aber das einen Start haben wir noch. Ja, wenn Sie das im Unterricht nachmachen wollen, notieren Sie sich ruhig all die Tipps, falls Gruppen von Kindern das gar nicht hinkriegen, dass man Hilfen geben kann. Ja, super. Vielen Dank. So, ich packe mal immer die Ständer wieder da drüben. Ja.
Ja, wir reden noch mal kurz 3 Minuten. Ich wollte noch einmal fragen, wie Sie sich alle dabei gefühlt haben. Und welches neuronale Netz Sie jetzt vielleicht erstellt haben. Zum Thema Rakete oder zum Thema Drachenflug. Man kann das auch sehr gut zum Thema Verdauung machen. Das finden die Kinder dann nochmal eine Nummer lustiger, weil der Drache dann auch noch pupst. Ja, ich denke, weckt positive Emotionen. Und als kleine Zusatzidee gibt es noch die Frage, was glaubst du, wie Archibalds Geschichte weitergeht? Im Laufe der Stunde wirst du es vielleicht erfahren. Die Kinder haben jetzt mit dem Drachen eine Art Geschichte erlebt. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit einer Lese- bzw. einer Schreibförderung verbinden möchte, kann man die Kinder jetzt bitten, sich zu überlegen, was der Drache im Laufe der Stunde wohl erlebt hat. Also das war ja dieser arme Drache, der nicht richtig Feuer spucken konnte, fliegen konnte auch nicht richtig und irgendwie das lief alles nicht so. Und dann hat er diesen ganzen Feuerstein geknuspert und sein Bauch fing an zu grollen und was passierte dann wohl? Da können die Kinder vielleicht eine Geschichte draus spinnen und es wird wahrscheinlich Kinder geben, die beschreiben, wir haben einen Clip an den Luftballon gemacht und das ging dann besser und dann haben wir einen Strohhalm benutzt und dann ging es noch besser. Und es wird Kinder geben, die sagen, der arme Drache konnte endlich fliegen, weil er jetzt durch den Rückstoß des Pupsens das hinbekommen hat. Und da gibt es eben die einen und die anderen und für alle ist die Übung ein Stück weit geeignet. Also ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß damit. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ist jetzt 20 Minuten Pause und dann geht's weiter. Genau. In einem der hinteren Räume. Das passt jetzt. Es ist jetzt 15.04 Uhr, genau. Um 20 nach, in einer guten Viertelstunde geht's weiter. Also nicht immer.